Es ist Weihnachtszeit. Wir schauen, wo die Tannenbäume herkommen und werden Bahnhöfe für Weihnachten dekorieren. Wie jeder andere Baum wachsen Tannenbäume aus dem Boden. Deshalb brauchen wir erstmal einen Traktor mit einem Anhänger. Der holt die schon ein bisschen gewachsenen Setzlinge ab, damit wir die in den Boden pflanzen können. Die abgeholten Setzlinge lädt er jetzt am Feld ab, damit die nächste Maschine damit arbeiten kann. Aber bevor wir die nächste Maschine bauen, muss der Traktor natürlich erstmal in die Waschanlage. Jetzt bauen wir eine Baumpflanzmaschine. Die hat einen speziellen Anhänger, mit dem sie Setzlinge aufnehmen kann, um sie in den Boden zu pflanzen. Und da ist die Baumpflanzmaschine schon am Feld, um die Setzlinge in den Boden zu bringen. Natürlich muss auch die Baumpflanzmaschine nach der Arbeit in die Waschanlage. Jetzt bauen wir einen Pickup-Truck, damit der was zum Feld transportieren kann. Der Pickup-Truck bringt Wasser und Düngemittel zum Feld. Damit kann die Bestreuungsmaschine den Tannen helfen, besser zu wachsen. Das Fahrzeug hier wird eine Rundspatenmaschine. Die Maschine ist dafür da, einen ganzen Baum aus dem Boden zu holen. Die Tannenbäume sind mittlerweile groß genug gewachsen. Deshalb kommt die Rundspatenmaschine und pflanzt einen ganzen Baum aus, um ihn zum Marktplatz zu transportieren. Und da wird auch schon der Tannenbaum am Marktplatz abgeladen. Nun kann er geschmückt werden, damit er für Weihnachten schön aussieht. Und bevor es weitergeht, natürlich nochmal alle Fahrzeuge, die wir gebraucht haben, um die Tannen zum Wachsen zu bringen. Wollen wir die Bahnhöfe für Weihnachten dekorieren. Dafür benutzen wir als erstes einen Holzgreifer.
Der Holzgreifer lädt hier schon mal die Dekoration auf, um den Bahnhof zu schmücken. Um den nächsten Bahnhof zu schmücken, benutzen wir einen Kranzug. Und den dritten Bahnhof schmücken wir mit einem Zug mit einer Hebebühne drauf. Natürlich müssen wir erstmal den Zug mit der Hebebühne mit der Dekoration beladen. Dieser Zug heißt Motorwagen. Den benutzen wir, um den nächsten Bahnhof zu schmücken. Da sind noch ein paar Kinder, die beim Dekorieren helfen. Die werden einen Schneemann bauen. Für den letzten Bahnhof bauen wir einen Montagewagen.
Das war's. Alle Bahnhöfe sind für Weihnachten fertig geschmückt. Und zum Schluss natürlich nochmal alle Fahrzeuge, die wir gebraucht haben, um die Bahnhöfe für Weihnachten zu schmücken.